Wir sind letztes Jahr mit Michael Norman nach Chile geflogen, um dort ein Kapitel seines Buches Endless Winter zu filmen, einen Road- und Ski-Film zu produzieren. Das war einfach ein eindrucksvolles Erlebnis. Als wir nach 22 Stunden Flug in Chile ankamen, galt es aber, 8 Kisten Kamerakrempel und jede Menge Skiausrüstung im Auto zu verstauen. Und den 2 Meter großen Kameramann natürlich. Dass das am Ende alles im X1 Platz gefunden hat, war echt ein kleines Wunder. Man legt da sehr viel Strecke zurück im Auto, verbringt viel Zeit im Auto. Mit dem X-Drive ist es pure Freude, da unterwegs zu sein, ja, durch die Wüste zu fahren, Dirt Roads zu bezwingen, aber auch einfach mal lange Zeit auf der Panamericana zurückzulegen. Das Besondere bei so Dreharbeiten für einen Skifilm in Chile ist eigentlich wirklich die Landschaft. Ja. Man hat dort erstmal unendliche Möglichkeiten. Ja. Das ist Exotik pur. Das ist was es auch bei uns in Europa so einfach nicht gibt, und man hat das Gefühl, man ist auf einem anderen Planeten. BMW hat uns wortwörtlich den Weg geebnet mit den 3X1, die wir da bei unserer Filmproduktion zur Verfügung hatten. Man hat da ein zuverlässiges Auto, und auf der anderen Seite hat es auch einfach nur Spaß gemacht, mit den Autos dort zu fahren. Ich bin Michael Neumann. Und ich bin Herr Neander. Das ist unsere Geschichte.